Herstellung von Maschinengewehren. Bei der hohen Beanspruchung des modernen MGs können nur hochwertige Werkstoffe verarbeitet werden. Das Rohmaterial für die Läufe wird zugeschnitten. Unter dem Presslufthammer werden die Läufe paarweise geschmiedet. Trennen der Rohlinge. Hier wird das Werkstück für die weitere Bearbeitung vorbereitet. Auf diesen Maschinen wird der Lauf gebohrt. Schmirgelmaschinen. Trotz der Massenfabrikation müssen die vorgeschriebenen Maße bis auf einen Hundertstel Millimeter genau eingehalten werden. Die Läufe werden gerichtet. Der Kühlmantel wird gebohrt. Arbeit am MG-Gehäuse. Zusammenbau. Das moderne MG besteht aus über 300 Einzelteilen. Seine Konstruktion und Fertigung stellen Spitzenleistungen der deutschen Waffentechnik dar.